So, und damit geht weiter mit dem 55. Teil. Ich hatte erstmal ein Weilchen lang keine Abonnenten mehr bekommen, deswegen habe ich auch keine Parts mehr gemacht in dem Play. Und ich hatte sowieso wenig Lust auf Minecraft. Und deswegen aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Lust darauf. Und damit mache ich jetzt den 55. Teil. Und gleichzeitig möchte ich mich auch an 20.000 Videoaufrufen auf meinem Kanal bedanken. Deswegen habe ich ja schon ein Projekt gestartet. Obwohl, das weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Also, ich war ja zuletzt hier am 20. November in der Welt drin. Und jetzt ist schon der 4. Januar. Also seit über eineinhalb Monaten war ich nicht mehr in der Welt drin. Aber ich kann natürlich noch nicht grob immer noch erinnern, was ich hier alles gemacht habe. Und da wollte ich hier das Jahr ebenen und eine noch größere Pyramide hinbauen. Oder eine Stadt könnte man einrichten. Oder je nachdem, was ihr wollt. Also ich bin natürlich noch offen, also noch kann ich alles errichten, was ich kann. Dazu wollen wir erstmal unsere Arten zu husten. Zum Beispiel habe ich jetzt momentan gekriegt, die dann den Husten. Und ich hoffe, dass es euch nicht stört. Und jetzt freue mich hier, dass die ganze Erde ist und da ist die alte Pyramide. Da habe ich einfach immer noch nicht nur Sandstein gekriegt. Aber das sollte mal so bald mal erledigt werden. Das ist ja immerhin schon der 55. Tag, also Teil. Teil Nummer 57, jetzt schon. Das ist schon ein bisschen weit. Und jetzt ist das bald 5 Blöcke breit. Oder wie weit ist das denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so. Aber wenn ich die ganze Erde so abgetragen habe, habe ich da eine extra Truhe hingestellt, wo ich die ganze Erde und die ganzen Steine daran packe. Weil dann eine Unmenge an Erde anfällt. Was ich dann mache. Die ich überall unterbringen muss. Und jetzt brauche ich wieder eine Spitzhacke. Hier habe ich noch eine. Und essen muss ich auch noch gleich. Jetzt mal mit der nächsten Etage durch. Zack, jetzt habe ich die nämlich erledigt. Und meine restlichen Blöcke noch mit. War auch schon. Hunger kann ich ja noch stillen. Und zwar habe ich hier noch 3 Hammelfleisch. Ich glaube, die heilen 3. Jetzt ist mein Hungerleiste auch erstmal voll. In die Truhe, wo ich die ganzen Sachen hinpacke, habe ich hier hingestellt. Dann muss ich bald die auch schon vergrößern hier. Der passt auch gar nicht rein. Jetzt können wir noch den Rest des Tages dann noch hier ein bisschen weiter graben. Dieses eine Projekt mal gleich in Angriff nehmen. Ich werde erstmal die Schaufel noch aufbrauchen hier. Die ist ja sowieso gleich kaputt. Und jetzt gleich zerbrechen. Ein Minecraft-Verhältnis ist ein Mammutprojekt. Also mit Kreativ-Modus mit Singleplayer Commands wäre ich bestimmt schnell fertig, aber da es ein normales Let's Play ist, werde ich natürlich hier nichts mit cheaten. Man müsste ja mit vielen mit XYZ, XYZ Koordinaten eingeben und dann mit
Ich habe noch Weizen hier. Ein vollen 64 Stack. Da sind auch nochmal 9. Also ich habe nochmal 9 und dann nochmal einen kompletten 64 Stack. Also für mich erstmal hier. Nein, ich habe leider kein Kuh bleibt drin. Leider kein Schwert drin. Ja, kein Schwert drin. Also ich muss erstmal ein Schwert holen. Aber natürlich bricht erstmal noch die Nacht an, dann muss ich also erstmal schlafen. Und baue erstmal vorher einen Erdblock hin. Wo ist Halbmond? Nacht schlafe ich einfach, Ich muss natürlich noch ein Schwert holen. Da habe ich noch ein Schwert, aber ich kann ja jetzt auch eins machen, Mann. Ein bisschen ein neues Schwert. Und dann nochmal eine neue Schaufel nochmal herstellen. Spitzhacke habe ich noch. Was kann ich denn wegpacken? Strings packe ich weg, die Knochen. Habe ich hier noch welche? Oder wo habe ich die anderen Knochen? Da sind eigentlich Bäume. Die Knochen, die nehme ich mal so mit. Die Pfeile brauche ich gerade nicht. Oder habe ich die Pfeile woanders reingelagert hier? Ja, die sind hier. Kann ich Lagerplatz sparen. Flint brauche ich auch nicht, die Blumen brauche ich auch nicht. Hammelfleisch und Weizen nehme ich mal mit. Und das Schwert packe ich mal nach unten hin, damit ich die Kühe töten kann. Weil daraus züchte ich immer. Das sind jetzt ja 1, 2, 3, 4. Das müssen normalerweise 6 Kühe sein. Das sind 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sind 6. Jetzt habe ich noch 5. Und jetzt habe ich noch 4. Jetzt muss ich die 4 habe mal 2 wieder verlieben lassen. Dass sie wieder die Kühe nachzüchten. Jetzt sind auch wieder 2 Nachwuchskühe. 2 Nachwuchskühe und jetzt kann ich auch die, die Schafe mal abschneiden. Die kann man einfach abschneiden. Schafe, die braucht man nichts machen. Die braucht man nicht töten. Oder die braucht man nicht um. Die braucht man jetzt nicht töten. Die kann man töten, dann kriegt man ja Hammelfleisch raus. Und auch danach züchten. Die sind im Laufe der Zeit nützlicher geworden. Also ein Stock, den kann ich. Anscheinend so kann man weiß man auch, dass da auch Leder habe ich hier auch. 10 Stück mittlerweile. Ein weiteres Bett habe ich hier noch zur Not. Kohle habe ich auch noch. Holz habe ich auch noch ein bisschen. Wolle brauche ich auch gerade momentan noch nicht. Und die passt da nicht mehr rein. Hier könnte ich die reinpacken. Und hier oben blockieren. Habe ich hier sonst noch was reinzupacken? Nein, momentan nicht, aber ich kann jetzt erstmal mit der Axt nochmal ein bisschen weiter Bäume ab, die Bäume abholzen, die ich hinten habe. Da stehen hier hinten Bäume und die kann ich dann auch erstmal abernten und neu pflanzen. Hier steht dabei gar nichts. Hier habe ich 8 solcher Setzlinge. Muss ich jetzt mal so platzieren, dass sie im 2x2 muss man wieder pflanzen. 8 Setzlinge gehen dadurch genau auf. Zu. Jetzt mal hier die Dschungelbäume. Die dann eliminieren. Eisen habe ich ja genug. Und wenn wir jetzt mal die Bäume noch abbauen. Da muss man sich einmal hochbauen. Erde ist eigentlich das Beste, womit man sich hochbauen kann. Und dasselbe gilt auch für den Baum, den auch abholzen. Man muss wahrscheinlich noch 2 Blöcke hochbauen. Ja, 2 Blöcke waren das. Und jetzt hier auch wieder hochbauen. Reichen nur was. Auch wahrscheinlich 2 Blöcke noch nicht ganz. Nochmal ein höher. Drei Blöcke abbauen. Guck mal, wie lange die Aufnahme schon geht. Die geht schon jetzt seit knapp 10 Minuten. Jetzt habe ich die Dschungelbäume abgebaut.
Das sind schwarze Eichensetzlinge, die liegen. Das sind die falschen Setzlinge. Und hier nochmal 36 Dschungelholz reinpacken. Schwarze Eichensetzlinge liegen da ja noch. Die kommen ja hier rein. Und die sind hier auch noch drin. Da sind die nicht mehr drin. Ich kann ja aber jetzt mal sortieren. Dann 64 Stacks so und da die 28. Ich muss natürlich mal warten, bis die Bäume zerfallen. Hier sind Akazienbäume. Die sind normalerweise auch nicht problematisch, oben hinzukommen, aber die Akazienbäume, die lassen auch sehr viel droppen viel. Das ist das Gute an den Akazien, dass die relativ viel fallen lassen. Da liegt noch ein Holzstück. Ein Setzling habe ich da zwar nur, aber ich glaube, da kriege ich einige doch dazu. Und wie sieht es jetzt bei den Dschungelsetzlingen aus? Da ist schon mal einer. Das springt da immer so runter. Das sind nochmal Schwarzeichensetzlinge. Keine weiteren Setzlinge, hier liegen schon mal zwei. Das ist auch so ein hellgraues Schaf. Kann ich die schon mal mitnehmen? Habe ich schon mal vier dieser Setzlinge. Das wird grundsätzlich nicht eigentlich nicht mehr drei oder vier Bäume hinsetzen, also vier. Kann ich glaube ich als Maximum setzen. Dass der Setzling wieder zurückkommt. Mein Dschungelsetzling sieht auch relativ mau momentan noch aus. Tropenbaumsetzling halten die ja auch. Auf Minecraft Deutsch. Jetzt kommt er mal richtig runter. Setz ich schon mal wieder zwei hin. Dann müsste bei noch einer kommen. Da kommt noch mal einer runter. Da kommt noch mal einer. Wir nehmen da schon mal wieder vier Setzlinge vor. Schwarzeichen sind auch schon mal angepflanzt. Und die Akazien haben wir jetzt noch nicht weiter gedroppt, aber da oben ist noch ein Holz versteckt. Das wäre sonst nicht zerfallen, aber es zerfällt noch nicht. Liegt da noch ein Setzling drin? Nein, nicht mehr, aber vier reichen dann aus. Aber mehr Setzlinge habe ich dann auch gar nicht. Jetzt kann ich auch hier zu den Eichen rüber. Gar nicht mehr so rüber. Die Eichen lassen auch sehr viel fallen. Tropenbäume lassen weniger fallen. Habe ich die Eichen schon mal abgeholzt, jetzt kommen die Fichten dran. Oder die Tannen, Fichten oder Tannen, wie die heißen. Dann geht's hier weiter. Noch ein Fichtenbaum. Und da ist noch einer. Das sind jetzt aber alle Fichtenholzbäume gewesen. Das Fichtenholz und das Eichenholz kommt hier rein. Einmal so mitnehmen und dann mal rein und jetzt Eichensetzlinge, Fichtensetzlinge und noch die Birken. Und
sind noch die Birken in der Reihe. Und die Axt ist auch gleich aufgebraucht. Ganz bisschen rot. Und jetzt ist das Rote auch verschwunden. Das heißt, die Axt sind. Hier steht Durability 5, das heißt noch 6 Blöcke, also nur mit den Durability-Werte, da steht plus 1 nehmen. So viele Blöcke kann man damit noch abbauen. Jetzt tue ich mal 23 Birken rein, dabei ist dieser Tag auch schon wieder vorbei. Wie viele Tage habe ich denn jetzt schon? Ah, ich kann das nicht eingehen hier. Nicht nötige Berechtigung, weil es die Cheats aus ab. War auch nicht kalt. Anzeigen lassen, wie spät es ist. Nicht die nötige Berechtigung. So heißt es dann in Minecraft. Und hier auch wieder 4 Setzlinge rein. Natürlich hier auch wieder eine Pflanze. Da ist auch wieder ein Apfel. Die Packeln sind hell genug dafür. Und nochmal 8 Setzlinge rein. Ah, das ist das Schöne mit dem Holz da hinten, nicht? Aber hier sind die Packeln hell genug, dass es auch bei Nacht weiter wachsen kann. Also ich brauche die Nächte theoretisch nicht einfach zu überspringen, sondern nehmen wir hier die hier liegen dann auch noch mit. Weil dann haben wir auch noch ein paar Setzlinge als Polster, wie gesagt. Mein Tropensetzling gibt kein weiterer Setzling. Aber den Schwarzeichen ist da noch einer gewachsen. Aber ich kann das mit der zerbrochenen Axt auch nicht mehr erledigen. Ich bin jetzt für 17 Minuten Aufnahme. Ich muss erstmal die Nacht überspringen. Spät ist es denn? Es ist Sichel. Es ist ein Sichelmodus da. Der Mond verhält sich in dem Fall andersherum wie der auf der Nordhalbkugel. Sozusagen der Südhalbkugelmond, die da auf der Südhalbkugel sichtbar ist. Da sind auch schon mal 6, dann können wir mal diese weiteren packen. Holzkohle ist hier drin. Und jetzt gehe ich nochmal hier ein wenig Zuckerrohr abbauen. Und diese Brücke habe ich auch schon mal gebaut. Kann er relativ schnell drüber rennen. Das heißt, überhaupt nicht schwierig, das war doch normal. Und der steht schon mal, ich glaube, der steht schon eine ganze Weile auch normal. Schon seit, glaube ich, dem 20. Wenn ich glaube, 20. ist der Teil. Also ich hatte ja bis 19 erstmal alle so peaceful, aber da ging man doch normal. Spiel ich auch normal. Das Wasser treibt hier immer an den Ränder. Jetzt habe ich schon wieder 64 voll. Da liegt nichts, da auch nichts, da liegt auch nichts. Und dann geht's auch runter, hatte ich auch nie so eine Höhle gefunden. Weiß ich mal, ein Gefühl, das wäre ein Dungeon, aber ich habe die niemals gefunden. Da niemals wirklich gefunden. Also diese Ausgrabung hier ist bisher grundlos gewesen. Jetzt habe ich erstmal alles wieder auf einen Block runtergeschnitten. Na, die Pyramide kann man jetzt auch da hinten sehen. Und auch so ein kleines Haus daneben. Auch so ein bisschen die Pyramidenform. Und diese Holzstatue, die muss ich auch nochmal höher machen. Die soll dann nämlich bis zu den Wolken hochreichen. Und dann will ich da eine Art Aussichtsplattform bauen. Und das kann ich jetzt hier nochmal wegschmeißen. Hier mal ein Schwarzeichen setzen, pack ich mal hier rein. Wir haben hier noch weitere Setzlinge auf Reserve, außer bei den Dschungelbäumen. Zuckerrohr halte ich hier auch mal rein. Ach, Schleimbälle habe ich auch 26, weil hier Sumpfbiom gespawnt und Slimes gemacht. Aber da ich das mittlerweile alles mit Packeln ausgehellt habe, spawnen sie nicht mehr. Und spawnen anscheinend im Sumpfbiom nur, auch wenn es dunkel ist. Da oben steht die Sonne. Die Kühe sind noch nicht gewachsen, die Schafe haben immer eine Rolle, das heißt, ich kann die wieder scheren. Kann ich dann immer wieder machen.
Damit die Schafe mal weiß werden, lässt er immer hellgraue Wolle fallen. Oder könnte ich ein Schaf mal rot färben? Das könnte ich auch mal machen. Sehe ich mal aus, dass ich mein Schaf rot färben will. Wo habe ich denn so eine rote Blume? Wolle, die kann hier nicht rein, die muss hier rein. Blumen müsste ich dann etwas finden. Hier habe ich rote Tulpen, die dürfte ich dann umwandeln kann. Ja, rote Tulpen kann man dann roten Farbstoff umwandeln. Ich habe noch dieses Hammelfleisch noch einmal. Und jetzt will ich den roten Farbstoff da mal auf die Schafe packen. Welche Schafe sind jetzt hier? Das färbe ich mal rot. Also wenn ich das schneide, dann kommt rote Wolle raus. Und jetzt ist dann nun, wenn das Schaf wieder frisst. Ich kriege auch wieder weiße Wolle. Rote Wolle. Da kann ich so eine Wollezuchtfarm machen. Und die rote Wolle, die packe ich auch mal hier rein. Ah, oh, da habe ich auch schon ordentlich Zuckerrohr, einen Knopf, das Glieder. Das Glieder, kann ich da auch Farbstoff rausgewinnen. Ja, da kommt Farbstoff Magenta kommt da raus. Glieder aus Glieder. Ich war jetzt eigentlich länger, aber ich bin jetzt schon bei 21 Minuten. Das heißt, ich werde den Part erst einmal beenden. Und dann tschüss und bis zum nächsten Abonnenten und damit auch bis zum nächsten Part. Schreibt die Idee, die hat unter das Video. Und dann bis zum nächsten Part.